Uta Oppelt ist hier bei uns, Verena Wester, mitten im Europawahlkampf hier in NRW. Die Geräuschkulisse klingt ein bisschen wie ein Auswärtsspiel beim Fußball. Ist das häufig so? Das ist in NRW leider häufig so, ja, während es in Sachsen und Sachsen-Anhalt doch anders ist. Aber hier ist es wirklich normal und es ist immer wieder erstaunt, dass die Menschen, die für Toleranz und Meinungsfreiheit eigentlich stehen, gegen uns hier so schön demonstrieren. Ja, es ist eine Form auch ihrer Meinungsäußerung, sich so halt eben ein Wort zu verschaffen und Aufmerksamkeit zu gerieren. Das finde ich ist auch alles in Ordnung, ist auch vom Grundgesetz gedeckt, so soll das auch sein. Solange es friedlich bleibt, habe ich da gar nichts gegen einzuwenden. Ja, und kommen Sie auch manchmal mit den Gegendemonstranten ins Gespräch? Ist sowas überhaupt möglich? Leider nein. Also es ist sehr schwierig, weil man im Grunde keinen Dialog mit uns geht. Argumente werden leider nicht ausgetauscht. Es folgen nur wüste Beschimpfungen und auf dieser Grundlage sind leider keine vernünftigen Diskussionen machbar. Es wird immer behauptet, Sie seien gegen den Hass, hassen aber selber. Das klingt ja eigentlich unlogisch. Das stimmt, das klingt unlogisch, aber das ist ja genau diese verdrehte Welt, die wir wirklich tagtäglich hier wieder und auch bei den Veranstaltungen immer wieder erleben. Verena und ich waren ja in Köln und da haben wir es wirklich also hautnah erlebt. Also das, wir sind immer wieder dankbar, dass die Polizei uns schützt hier, weil da sind wir wirklich angegriffen worden und das ist nicht mehr schön. Jetzt wollen ja natürlich auch Sie emotional erreichen, vielleicht auch aus dem Konzept bringen oder dazu bringen, nicht mehr anzutreten. Motiviert Sie das im Gegenteil oder wie nehmen Sie sowas wahr? Also inzwischen nehmen wir es wahr, aber es ist halt, es motiviert mich eigentlich eher, dafür weiterzumachen. Aber es ist natürlich auch gefährlich irgendwo, weil es inzwischen eine Grenze überschritten hat, die eben nicht mehr verbal ist, sondern wirklich auch uns angreift, körperlich. Haben Sie da persönlich auch Angriffe erlebt schon? Ja, wie gesagt, gerade in Köln. Wir waren in Köln und da hat uns die Polizei, also die Absperrung war so, dass wir da durch mussten. Und sie sind wirklich auf uns gegangen, auf uns gestürzt, haben gebrüllt, da sind sie. Ja, wirklich mit einem Hass. Das ist im Gesicht, also als ob wir wirklich die Schlimmsten wären, die Deutschland abschaffen wollen. Oder, also die, der Vergleich, der Dialog ist überhaupt nicht mehr möglich. Es ist halt eben auch ein Vorurteil zu sagen, dass wir Hass sehen würden. Das ist eben nicht der Fall. Wir stehen ganz fest auf dem Boden des Grundgesetzes, klären auf über Dinge, die in diesem Land schieflaufen. Und wir haben halt eine Gewaltkriminalität, die massiv angestiegen hat, gerade was Messerkriminalität anbelangt in diesem Land. Da kommen Gesetzesvorschläge, dass man Messer im öffentlichen Raum verbieten möchte. Dazu zu sagen, dass das keine Maßnahmen sind, die die Bürger dieses Landes letztlich schützen werden. Kommen wir mal zu den positiven Erlebnissen im Europawahlkampf, die Sie ja wahrscheinlich auch haben. Wie erleben Sie da so? Wie nehmen die Bürger so Ihre Themen, Ihre Inhalte auf? Sehr positiv. Also wenn die Leute zu unseren Bürgerdialogen kommen und auch bei den Podiumsdiskussionen, werden wir immer offener empfangen. Die Leute hören unsere Argumente und können auch mit der Politik von Angela Merkel, gerade was die offenen Grenzen anbelangt, im Grunde nichts mehr anfangen. Sie nehmen auch wahr, dass wir eine Klimahysterie letztlich erleben, die von den Seiten der Grünen geschürt wird, dass hier Angst entwickelt wird, den Leuten Angst gemacht wird. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Leute uns zuhören und wieder Hoffnung haben und nicht glauben, dass in 12 Jahren die Welt untergehen wird. Wie ist es bei Ihnen? Genau das Gleiche ist natürlich auch bei euch bei den Plakaten aufhängen. Einige rufen, super, gut, dass es euch gibt, endlich. Ja? Aber es gibt natürlich auch die anderen, die uns Arschloch dazu brüllen und vorbeifahren. Aber es ist wirklich, die Menschen kommen auf einen zu dann und sagen, gut, dass es euch gibt, macht weiter. Jetzt haben wir die letzte Woche. Endspurt, ist da bei Ihnen beiden noch was Besonderes geplant in der letzten Woche? Eigentlich nicht. Wir fahren durch ein paar Stammtische noch und der Endspurt, eine Veranstaltung und abends noch Stammtischen und deswegen war es das. Ich gehe noch zu 2 Podiumsdiskussionen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Einmal noch in eine Schule, dann nach Erkrath, das wird in der VfR Volkshochschule stattfinden. Da kommen dann auch etwas ältere Bürger, wie ich hoffe. Und auch da mit den älteren Bürgern und Schülern ins Gespräch zu kommen, da freue ich mich schon sehr drauf. Wählen Sie am 26. Mai die Alternative.